1000 PS live auf der Motorrad Linz 2014 hier am sensationellen Kawasaki Stand. Und ebenso sensationell wie der Stand sind auch die Neuheiten. Hier haben wir die Z1000. Markus Pohl, was gibt es sonst noch zu bieten? Wie gesagt, die Z1000 haben wir schon gehört. Neu ist auch für uns und ganz wichtig der J300, unser erster Roller für den europäischen Markt. Und auch überarbeitet worden für 2014 ist die Z1000 SX. Jetzt mit integrierten Koffern, Traktionskontrolle, Mappings, also alles, was eigentlich der Kunde sich wünscht. Aber ganz wichtig, das sollte man nicht vergessen, neben den Neuheiten sind natürlich auch für uns unser Dauerbrenner die Z800, ER610 und das Einstiegsmodell Ninja 300. Ja, da gibt es ja einiges in eurer Palette, was man unbedingt fahren sollte. Wo kann man das jetzt Probe fahren? Probefahrmöglichkeiten gibt es bei den Grip-Partys, natürlich auch bei der 1000 PS Roadshow und beim Händler. Am besten eine Probefahrt über die Kawasaki-Homepage anfragen über das Testfahrmodul. Die Z1000 sieht ja im Serienzustand schon sensationell aus. Gibt es da auch Originalzubehör dazu? Selbstverständlich bieten wir für die Z1000 auch Original Kawasaki-Zubehör an. Es gibt zum Beispiel Agrapovic-Endtöpfe, es gibt ein kleines Windschild, wir haben Sturzpads und auch zum Beispiel, was man hier, okay, sehen wir nicht, Tankpads drauf. Aber was es auch noch gibt, ist natürlich von Rizoma-Zubehör und wir haben hier auf der Messe einen wunderschönen Rizoma-Umbau in weiß lackiert am Rizoma-Stand stehen, den man auf jeden Fall anschauen sollte. Und ich habe vorher gleich eingangs den Messestand erwähnt und gerade haben wir Besuch vom Veranstalter Werner Grell gehabt. Der hat gemeint, er wird das Interview mit Martin Bauer, der extra von Spanien hierher geflogen ist, um ein Interview zu geben, auf eurem Stand machen. Ist doch ein wahrer Ritterschlag, oder? Ja, sensationell und es freut mich sehr, dass unser Stand so gut ankommt und gefällt und ich hoffe, dass das auch ein tolles Interview mit dem Martin Bauer bei uns dann wird. Und Martin Bauer hat ja auf Kawasaki begonnen zu fahren, wie wir alle wissen, damals im ZX6R Cup. Also ich hoffe, dass er in seiner alten Heimat sich wohlfühlen wird. Bin ich mir sicher, ich bedanke mich und ich empfehle jedem, dass er mal den Kawasaki-Stand auf irgendeiner Messe besucht. Vielen Dank. Apropos über irgendeiner Messe, wir werden nur hier sein, in Tulln sind wir nicht. Ah, okay, vielen Dank. Tschüss.